So, meine Lieben, wir sind jetzt da. Ich habe gerade mit der Kamera versucht zu drehen, aber irgendwie wurde die Speicherkarte wieder nicht akzeptiert. Und da stand ständig Error. Also sehr amüsant. Entschuldigung, dass ich störe, aber Mama ist wieder ungeschminkt. Ja, weil ich darf mich heute nicht schminken, mein Schatz, wegen meinem Auge. Ja, stimmt. Warte, wir müssen das Auto noch abschließen, Acelia. Sonst bist du ein Auge geschminkt, ein nicht. Gell? Dann lieber ganz ungeschminkt. Ja, bei Möbelmax haben wir nichts gekauft, obwohl wir einen Gutschein hatten. Wir sind einfach nur durchgelaufen und die Acelia hat was gegessen, ich auch. Ja. Jetzt gehen wir zu Toys R Us. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Das ist mein Einkauf von Toys R Us. So zwei Paar Söckchen für den Kleinen, weil ich habe ja alles eigentlich in rosa. So eine Decke noch als Ersatz, weil die anderen sind wirklich alle rosa. Und das ist so eine ähnliche wie von der Abonnentin. Und der Zuschauerin, die mir eine geschickt hat. Und das ist, ja, so eine, wie gesagt, ähnliche. Und war auch nicht so teuer. 14,95. So, und jetzt will ich mal gucken, was hat meine Speicherkarte nicht funktioniert. Ich konnte damit nichts filmen. Okay. Vielleicht mache ich sie am PC. Ja, Baby, ich komme. Meine Lieben, ich bin fast fertig mit dem Video. Das Beste ist, ich schneide. Ich so, irgendwie fehlen mir Szenen. Dann habe ich festgestellt, dass ich den falschen Tag geschnitten habe und musste nochmal anfangen. Aber so habe ich halt schon für morgen das Video halb fertig. Ja, und da wollte ich euch nochmal kurz zeigen. So sieht es im Augenblick hier jetzt bei mir aus. Also hier stand ja die Couch. Die ist jetzt hier weg. Und ich brauche noch einen Stuhl und hier wird das auch noch geändert, aber im Augenblick nicht viel. Normalerweise wollte ich hier nur einen Tisch, aber den lasse ich erstmal. Ja, ein bisschen Deko kommt auch noch dazu. Jetzt muss ich die Celine holen, der Idee ist gekommen. Der war weg. Ja. Ich habe die Eier gekauft bei den Bauern. Echt? Oh, wie groß die sind. Wo hast du die geholt? Bei Bauern, da stand der Sack Kartoffeln hier, zeig dir den mal. Hier bei uns im Ort oder ja, was? Echt? Euro der Sack. Okay, mal gucken, wie die schmecken. Bin ich auch gespannt. Und die Eier, 2,50 die ganze Schale. 2,50 von hier? Das ist gut. Echt? Dann holen wir nur noch. Ich habe gefragt, sind die von Ihnen? Die so, ja, selbst produziert. Nicht der Bauer, die hilft mir. Ne? Die so, die sind auch schön, haben sich auch voll bedankt. Danke, dass sie eingekauft haben. So echt? Ja. Also die Kinder wollen unbedingt was haben und die Straße muss gekehrt werden. Das heißt, sie können sich das Ganze jetzt erarbeiten. Erarbeiten, genau. Aber da ist mein Auto. Ich bin da. Nein, nicht die Straße, den Bürgersteig, mein Schatz. Bürgersteig, sorry. Baba meinte den Bürgersteig. Sie sagt, dann ist die Straße gekehrt. Ja. Selber eigentlich. Dieses Zug nehmen wir gar nicht zu. Ja? Hier ist er. Fehlt die deutsche Gründlichkeit hier. Gründlicher bitte, ja? So, also, ja, das müssen wir mal beibringen. Guck mal. Das ist wirklich was gemacht. Ah, geht schon, ne? Du willst doch auch keine halbe Polypocket oder so, wenn du ein ganzes. Gar kein Polypocket. Die sieht gar keine Blätter, das ist das Problem. Die muss man die Haare schnippen. Aber ehrlich. Okay, ich gehe die Zellen holen. Ja, die Kinder schön? Ja. Ja. Wer ist das? Ja. Das ist die Zellen? Ja. Die sind fertig. Oh. Papa! Ja, wo ist Papa? Guck jetzt mal da hin! Acelia möchte dir was zeigen. Wow! Oh mein Gott! Streicheln! Streicheln! Die Spinne! Celine, geh mal weg, Schatz! Nein! Geh mal weg! Guck mal da!
Ja, Spinne, ja super. Mama spielt mit anderen Sachen, mein Schatz. Schminke, Wimpern, sowas. Oh oh. Aber jetzt nicht so durcheinander machen, ja? Also es gab eben so einen riesen Knall. Oh, Baby, Prost. Und dann ist das Sack geplatzt. Mal auf. Super, Kinder. Was ist das hier auch noch? Papa. Chill, ja? Oh, Papa hat Bauch frei. Ja. Einer weint immer. Cindy, Schatz, stell dich mal zu deiner Schwester. Wir wollen ein Foto machen mit euch machen. Izzy? Izzy, mein Schatz? Hallo, mein Schatz. Baby John sieht nichts mehr. Mua. Hallo, meine Lieben. Hallo, mein Schatzi. Hast du die Straße gekehrt? Ja. Super. Geh mal zu Azelia, ich möchte ein Foto machen, Schatz. Ich will auch mal ein Foto machen. Also, ich sitze wieder ganz hinten. Azelia! Die Izzy kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil sie sich nicht anschnallen kann. Ich hab gar kein Problem. Azelia, was kannst du ihr helfen? Wo ist der Baba? Er weint, Celine weint, Izzy nörgelt, Azelia versucht irgendwas zu retten und ich schreie gleich. Wir sind gleich da, wir sind gern am Industriegebiet, da gibt es ein Spielzeug-Outlet. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin und gucken. Ich habe ein bisschen geschlafen, meine Augenringe ein bisschen. Schatz, du hast noch keine Augenringe. Oh. Doch? Mein Schatz. Nein, meine Augenringe. Sterntaler. Ich glaube, ich drehe durch. 3 Euro. Guck mal, normalerweise 8 Euro. Aber nicht so welche. 3D-Prüfe. Guck mal für die Kinder. Damit die wie ein Fuß aussieht. Aber ist nur ein bisschen. Wie viel kostet das? 12. Das sind noch nicht so ganz so weit. 12 Euro. Muskelhülle. Krass. Aber nicht so welche. Also später, ja? Ja, das Dach machen sich nämlich kaputt. Wäre schade drum. Ah, Strumpfhosen. Die hole ich. So, was wurde gekauft? Eine Polly Pocket für 1 Euro. Eine Leggings für die Arcelia von Max für 6,50 Euro. So eine cremefarbene. So, dann noch eine Strumpfhose von Sterntaler. Kostet normalerweise 7,99 Euro. Ich habe 3 Euro bezahlt. Dann noch die Socken hier. Die haben normalerweise 3,99 Euro gekostet. Ich habe 1,50 Euro bezahlt. Die finde ich wirklich total süß, weil die auch warm sind. Ziemlich praktisch. Okay. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist 9.10 Uhr und ich habe verschlafen. Ich bin zwar überall pünktlich gekommen, aber ich habe verschlafen. Ich will nämlich jetzt bei einer aus dem Kindergarten nach Kinderklamotten gucken. Also, Baby John ist dabei und die Angelia ist dabei. Jetzt schon Handschuhe? Oh je. Hi. Doch. Ist so kalt. Hallo meine Lieben, ich dachte schon, ich hätte die Kamera vergessen, aber ich habe sie doch dabei. Ich bin schon mal eine Ausfahrt zu weit gefahren, ich bin gerade auf der Autobahn. Er schläft. Wir sind jetzt hier bei Buffalo Outlet und ich will mal gucken, ob es vielleicht irgendetwas Schönes gibt. Ja, hier habe ich schon öfters da Schuhe gekauft. Deshalb gehen wir da jetzt gucken. Wir haben jetzt ein bisschen was eingekauft. Ich habe mir Schuhe geholt, zeige sie euch. Wo ich nicht gedacht hätte, dass ich solche Schuhe kaufe. Aber die passen zu meiner Jacke. Ich habe so eine Jacke. Genau. Die haben gekostet jetzt 80 Euro von 120. Oder sowas in der Art. Ja, ich denke mal für den Kindergarten so schnell zack, zack. Passt das schon ganz gut. Hallo mein Schatz, schmeckt es dir? Hast du großen Hunger? Ich auch.
meine Beine muss ich mir ein bisschen mal erholen. Weil wir waren halt ganz lang einkaufen. Okay, mal probieren. Ist bestimmt lecker. Kann ich schon. Ist das lecker? Ja, aber ich darf nicht so viel davon. Ja, was hast du dir geholt? Ein Nussknacker. Wow! Und Babywein? Ja, ich, weil diese Streusel so lecker aus. Mm. Ja, kannst du mit mir essen? Bist du mir. Angekommen, muss jetzt zu der Zellen sie abholen. Okay, bis gleich. Jetzt bin ich aus. Ja, meine Lieben. Es regnet total. Ich habe jetzt Video hochgeladen. Meine Laune ist, naja, der Idris ist irgendwie total komisch und überhaupt nicht gesprächig. Und ich hasse das, muss ich ehrlich sagen. Naja, egal. Jetzt habe ich halt Video hochgeladen, habe noch viel, viel Arbeit vor mir. Morgen kommt aber eine Freundin zu mir, endlich mal. Die Arme wartet schon ganz lange. Ich habe sie ja schon längst versprochen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass meine Wohnung irgendwann fertig ist, aber... Egal, es ist ja wahrscheinlich mit vier Kindern eine Illusion, dass man alles perfekt hat. So höre ich jetzt damit auf und lebe einfach wieder mein Leben. Ja, da wir zu Hause kaum noch was zu essen haben, hole ich jetzt mal was zu essen bei Aldi. Hey, Aldi! Ich liebe die Butter von Aldi. Also entweder die irische Butter, wo es überall Butter gibt, oder die von Aldi, die irische Butter. Das sind die zwei, die ich nur esse. Jetzt gehe ich mal rein. Wir haben Besuch. Der Klausi ist da. Unser Sonnenschein. Man in Black.